Willkommen im Basic Video 4. In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Dividieren mit einem zweistelligen Divisor und der Überschlagsrechnung. Zuerst aber noch etwas Hilfreiches. Die Überschlagsrechnung machst du noch bevor du den Stellenwert deiner Rechnung bestimmst. Sie ist dafür da, dass du eine ungefähre Schätzung deines eigentlichen Quotienten erhältst und hilft dir auch, wenn du zu Beginn unsicher bist, wie viele Stellen bzw. mit welcher Zahl du zum Rechnen beginnen sollst. Eine Überschlagsrechnung ist also nichts anderes als eine Schätzung des Ergebnisses, damit du weißt, wohin es gehen soll. Um eine Überschlagsrechnung zu machen, rundest du beide Zahlen nach den Regeln des Rundens. Ganz am Ende deiner Rechnung vergleichst du die Schätzung und das Ergebnis. Kommen wir zu einem Beispiel. Berechne den Quotienten von 942 und 28. Zuerst eine Überschlagsrechnung. Nach den Regeln des Rundens ist das hier 900 dividiert durch 30. Wenden wir unsere Kenntnisse aus dem letzten Video an und wir sehen, es ist 30. Nun kommt die eigentliche Rechnung. Pausiere das Video und berechne den Quotienten. Zur Auflösung. Jetzt vergleichen wir den Quotienten und die Überschlagsrechnung. Und sehen, 33 ist sehr nah an unserer Schätzung, also kann es stimmen. Nun vergleichen wir das noch mit der Probe und sehen, wir haben richtig gerechnet. Gehen wir weiter. Jetzt bist du an der Reihe. Bestimme die Überschlagsrechnung, den Quotienten und mache im Anschluss eine Probe. Drück auf Pause. Zur Auflösung. Die Überschlagsrechnung sieht so aus. Hier siehst du den Rechenweg in Langform. Damit du besser nach Fehlern suchen kannst, kannst du das Video ruhig pausieren. Vergleiche deinen Rechenweg. Super, wir sehen uns im Mastery-Video wieder.